Hey Leute, ich bin's, euer Werner Kraft und willkommen zum 13. oder 19. Türchen oder wie ihr es nennen wollt. Und ja, euch ist sicherlich aufgefallen, in den letzten Tagen kam keiner während das Adventskalender-Video und ihr wundert euch sicherlich auch, warum da zum Beispiel Sachen liegen. Und das liegt ganz alleine einfach daran, dass ich halt einfach. Erstens, ich hatte halt keine Zeit sozusagen, um das Video aufzunehmen, weil ich halt für Schule lernen musste. Da musste ich jetzt aufräumen sozusagen mein Zimmer. Und da musste ich halt auch alles schon ein bisschen für Weihnachten und sowas vorbereiten. Und deswegen war halt nicht so viel Zeit. Und ja. Und im Übrigen, die Sachen liegen halt da draußen, weil das Ding ist halt, ich habe vor diesem Video aufgenommen, wo ich schon das allererste Türchen geöffnet habe. Aber ich weiß. Das 10. Türchen dort geöffnet habe, wo dieser Schokofigur drin war und habe alle Türchen aufgemacht und ich wollte, habe zuallererst den Riegel gegessen. Darum liegt er da auch nicht mehr. Aber dann habe ich bemerkt, es hat gar nicht aufgenommen. Und ja. Deswegen mache ich jetzt nochmal die Aufnahme neu. Und ja, wir schauen mal, machen jetzt erstmal hier in der Strichliste schon mal einen Riegel bei dem Riegel hier eine kleinen Strich. Ja, hier bei Kinderriegel. Da. Im Übrigen, hier habe ich im Übrigen noch eine Weihnachtsmannmütze hingemalt. Dort unten einen Jungen, der einen Schneeball in der Hand hält und der gerade einen Schneeball macht. So eine Schneeballschlacht. Hier ist eine Zuckerstange. Das soll so ein glasierter Apfel sein. Hier so eine Mandeltüte und da so eine Weihnachtskugel, so ein Weihnachtsschuh, Nikolausschuh, beziehungsweise das. Und hier noch so ein Stern, halt Sternschnuppe. So, dann machen wir jetzt, müssen wir zwei Striche bei Schokofiguren machen. Es tut mir auch im Übrigen sehr leid. Und ich würde auch probieren, es jetzt häufiger wieder hinzukriegen. Und bei Schokobons müssen wir einen Strich machen. Ich werde jetzt auch probieren, wieder häufiger trotzdem, auch wenn ich nicht so viel Zeit habe, hinzukriegen. Und ja. Im Übrigen, es kommt heute wahrscheinlich auch noch ein Part vom Let's Show. Und noch vielleicht auch von einem neuen Let's Play, aber ich kann es euch nicht versprechen. Also nur vielleicht, je nach, werdet ihr dann sehen. Also haben wir jetzt hier alles abgehakt. Ja, dann kann ich das Buch wieder zuschlagen. Aber erstmal schon wie beim Kalender nach, was das für Türchen waren. Das war das 10. Türchen, war heute ist ja der 13. Also das 10. Türchen haben wir geöffnet. Habe ich schon geöffnet. Hier unten die 13, also heute. Da war auch eine Schokofigur, glaube ich, drin, oder passt das? Ja, und also bei 10 und 13 waren die Schokofiguren. Dann hier bei, ich muss mal schauen, 11 und 12 noch, ne? Eigentlich müssten es sein. Hier bei 11 waren die Schokobonbons drin, ne? Und bei 12, ich muss die mal eben suchen. Wo haben wir hier die 12? Ah, hier. Und da war der Riegel drin, aber den habe ich wie gesagt gegessen. Weil ich den gegessen habe, sagen wollte, wie das schmeckt halt. Und dann ist mir danach aufgefallen, es nimmt gar nicht auf. Je. Aber ja, dann packe ich jetzt mal die eine Schokofigur aus und ja, dann sehen wir uns. So, hier, ich habe jetzt halt den einen Schokobonbon und diese eine Schokolade ausgepackt und ich dachte mir mal, wir machen ein Spezial. Ich breche den mal kurz auf, die Schokofigur. So, und macht darin diesen Schokobonbon. Toll, es geht kaputt, egal. Hier und isst das hier zusammen und sagt, wie das geschmeckt hat. Ja, das war sehr süß, ey. Also, es hat zwar geschmeckt, aber es hatte halt, wie gesagt, einen sehr übersüßten Geschmack. Aber naja, was soll's. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass es halt nicht so wirklich geklappt hat. Und ja, ich werde halt auch probieren. Morgen das Video wieder zu bringen und dann auch an den anderen Tagen regelmäßig. Ja, vielleicht mache ich noch irgendetwas als Entschädigung dafür und ja, danke fürs Zuschauen und ciao.